ich kenne keinen Menschen, der jünger ist als ich, oder kaum einen Menschen, der jünger ist als ich, der überhaupt auf Fernsehen guckt. Hallo zusammen. Ja, da strahlen Sie, der russische und der amerikanische Außenminister, bei einem Treffen gestern in Reykjavik für eine Arktiskonferenz. Man wolle miteinander gut auskommen, obwohl man große Differenzen habe. Und wir stehen nun mal wieder da und haben von hoher Diplomatie keine Ahnung. Man lacht und ist gut gelaunt, obwohl man sich ja an für sich bis an die Zähne bewaffnet feindlich gegenübersteht. Sehr logisch klingt auch, dass die Amerikaner die Sanktionen wegen Nord Stream 2 gegen die Russen aufrechterhalten, aber gegen die Deutschen und die Europäer nicht. Ja, man wolle sich mit Europa und Deutschland nicht verscherzen. Natürlich ging es auch um die Ukraine und Nawalny, ja, und da ist ja Bürgerkrieg angesagt und Nawalny war im Hungerstreik, der wäre fast gestorben. Auch da erscheint die gute Laune der beiden Herren etwas fehl am Platze. Man sprach weiterhin über Afghanistan und über andere Dinge, die einen so miteinander beschäftigen oder wo man unterschiedliche Meinungen hat. Aber wir haben uns alle Meldungen angesehen. Eigenartigerweise kam keine Meldung, dass man sich über den Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas irgendwie ausgetauscht hätte. Das finden wir einigermaßen bemerkenswert. Da es sich ja hier um einen aktuellen Konflikt handelt und auch ernsthaft um kriegerische Handlungen, die ja gestoppt werden sollten. Aber wie gesagt, the show must go on, die gute Laune muss erhalten bleiben. Irgendwie scheint man auf hoher Bühne, auf hoher politischer Ebene ausblenden zu können, dass gerade Menschen sterben. Dann kommen wir zum Thema Philanthropen. Ja, für all die, die es nicht wissen, Philanthropen sind Menschenfreunde. Ja, nachdem es nun Bill Gates irgendwie an den Kragen gegangen ist und er nicht mehr ganz so als Menschenfreund dasteht, kommt ein neuer ins Spiel, und zwar der britische Thronnachfolger. Also irgendwann wird er vielleicht König werden, aber Philanthrop, also Menschenfreund, ist er schon mal. Und wie soll es anders sein? Wie bei allen Menschenfreunden, die groß im Rampenlicht stehen, geht es auch bei ihm um Umweltschutz und Klimarettung. So hat er irgendeinen Klimapreis ausgelobt, wie der heißt, das wissen wir jetzt nicht, da kann ja jeder von euch mal selber googeln. Und in die Jury hat er unsere Umweltaktivistin Frau Neubauer gerufen. So, und Frau Luisa Neubauer ist ja eine gute Freundin von Umweltgretel und unserer Kanzlerin in Spee, Annalena Baerbock. So schließt sich der Kreis, alles eine große Familie und alle haben nur unser Bestes im Sinn. Und im Gegensatz zu vielen von denen, denen man ja behilflich sein will und zu einem besseren Leben verhelfen will, haben all diese Personen keine Zukunftssorgen. Der eine wird König und die anderen können ja im Falle eines politischen Scheiterns eine Imbissbude aufmachen und vegane Currywürste verkaufen. Zum Schluss etwas von einem, der ja auch mit dem System auf Kriegsfuß steht, Deutschlands wohl bekanntester und beliebtester Rapper Sido. Sido hatte Probleme, er war Jurymitglied in The Voice, ja, was sowas ähnliches wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent ist. Sido also hatte Probleme mit den Medien, er hat irgendeine kritische Äußerung gemacht und wurde aus der Jury geworfen. Nun wollten irgendwelche Fernsehsender ein Interview von ihm und eine Aussage, dass er sich entschuldigen will und irgendwelche Sachen zurücknehmen sollte. Das hat er kategorisch abgelehnt mit dem Hinweis, ja, dass die Medien ja nicht mehr so wichtig sind und dass er sich außerdem sowieso nicht verbiegen lässt. Sehr lobenswert, Sido, ein Lichtblick. Das gibt uns allen auch Hoffnung. Leute, für uns heißt das aufrecht bleiben, stark bleiben, am Ball bleiben. Es bröckelt, es bröselt, es wird. Klärt eure Leute auf. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.